Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Thema dieses Videos ist Category Management und der Category Manager. Und wo findet man den Category Manager und das Category Management? Wir sind in einem Supermarkt. Ja, schlicht und einfach. Wir sind in einem Supermarkt. Und vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir vielfältig in unserer Wortwahl die Präzision und die Vorstellungskraft opfern zugunsten von Prestige und einem guten Klang. Denn Category Management ist nicht, was ist eine Category? Eine Category ist nichts anderes als eine Warengruppe. Eine Warengruppe im Supermarkt. Um nichts anderes geht es hier. Was kann eine Warengruppe im Supermarkt sein? Das kann sein Wein, das kann sein von mir aus Obst, Gemüse, fasst man meistens zusammen. Das kann sein Käse. Da ja, haben wir meistens auch sehr viele Käsesorten. So, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Und der Category Management, Entschuldigung, der Category Manager ist nichts anderes als der Manager einer Warengruppe. So könnte man also auch sagen, er ist der Käsemanager oder der Weinmanager im Supermarkt. Der kümmert sich um die Weinabteilung, ist Leiter von mir aus der Weinabteilung. Da könnte sich jeder was drunter vorstellen, aber es klingt natürlich nicht so toll. Es wäre präzise, sofort würden Vorstellungsbilder entstehen, aber das opfert man zugunsten eines schlau klingenden, bevorzugten englischen Ausdrucks. Ja, deswegen heißt jemand, der sich im Supermarkt verantwortlich um die Weinabteilung kümmert, heißt heute Category Manager. Ich halte das für keine gute Entwicklung, aber mich hat keiner gefragt. So, die nächste Frage ist, was macht denn ein solcher Category Manager? Nehmen wir mal die Weinabteilung oder Käse oder Obst und Gemüse, weiß ich jetzt auch nicht, was soll ich denn jetzt nehmen hier? Nehmen wir die Käseabteilung. Ja, nehmen wir die Käseabteilung. Was entscheidet, Sie können beliebig jede Abteilung im Prinzip nehmen, was sind denn jetzt die Entscheidungen, die der Category Manager trifft? Ja, der trifft mit Sicherheit die Entscheidung über die Sortimentsbreite. Das ist dann, nimmt er jetzt noch die 63. Käsesorte mit auf. Ja, Sortimentsbreite bedeutet noch eine Käsesorte, beziehungsweise Sortimentstiefe. Das heißt, innerhalb einer bestimmten Käsesorte wären das dann die Varianten, die es gibt. Mit Rosinen, mit Nüssen, die vegane Variante, keine Ahnung. Ne? Innerhalb einer Sorte verschiedene Varianten, Spielarten, Variationen, das ist die Tiefe und die Breite ist einfach eine weitere Käsesorte, im Prinzip visuell sehr leicht zu verdeutlichen. Ne? Hier sind die Käsesorten, das geht dann in diese Richtung und die Tiefe geht in diese Richtung. Das sind die Varianten, wenn man hier eine Käsesorte hat, sagen wir K4, ja, das ist Käsesorte 4, dann kann er innerhalb der Käsesorte 4 hat man dann verschiedene Varianten, das wäre die Frage der Tiefe. So, dann entscheidet er mit Sicherheit über die Platzierung, schreibt man ja heute mit T und Z, Platzierung der verschiedenen Käsesorten. Ja, wo wird welche Käsesorte platziert im Display? Wie präsentiert sich die ganze Sache dem Kunden? Auch eine Frage, wenn man jetzt an Regale denkt, was man bei Käse nicht so hat, aber vielleicht bei Wein, wäre die Sache mit
Augenhöhe und Nicht-Augenhöhe. Na, das ist die Frage der Platzierung. Bei Käse macht man das nicht so sehr in Regalen, aber bei Wein macht man es in Regalen. Augenhöhe, Griffbereitschaft, also Griffhöhe, wenn man so will, oder eben nicht mehr oben, mehr unten platzieren und so weiter. Ja, Platzierung und natürlich die Präsentation. Präsentation. Das heißt, zum Beispiel streut man dann noch ein bisschen irgendwie Grünzeug um den Käse herum, damit das so ein bisschen gefällig aussieht. Na, natürlich insgesamt Sauberkeit, ganz wichtig in der Lebensmittelabteilung, aber natürlich auch überall sonst muss der Category Manager auf Sauberkeit achten und auf eine gefällige Präsentation. Ja, das sind also wesentliche Fragen, die er zu beantworten hat für seinen Zuständigkeitsbereich, für seine Warengruppe. Also Category Management ist Warengruppenmanagement. Und das, was ich gerade dargestellt habe, sind die Fragen, die man innerhalb des Warengruppenmanagements beantworten muss. Oder Anspruch auf Vollständigkeit. Also da gibt es sicher noch andere Fragen hier, die zu behandeln sind, wie man mit saisonalem Angebot vorgeht. Sicher auch die Frage, nehmen wir es noch auf, Sonderaktionen, Probieraktionen bei Käse wäre zum Beispiel etwas, was naheliegend ist. Ne, stellt man da vielleicht mal einen Tisch dahin und sagt, liebe Leute, wollt ihr nicht mal so ein Stückchen Käse probieren? Vorher hat man das gefällig so auf so Holzsticker natürlich alles gesteckt und aufbereitet. Na, so, das sind also solche Sonderaktionen. Das ist sicher auch eine Sache, die im Rahmen des Warengruppenmanagements entschieden wird. Auch natürlich die Neuaufnahme, na, das habe ich schon gesagt, das Sortimentsbreite und Tiefe und gegebenenfalls Sonderaktion oder generell eben die Frage der Werbung oder der Verkaufsförderung. Eine Sonderaktion wäre ja im Prinzip eine verkaufsfördernde Maßnahme. Gutscheine, Boni, Rabatte, das sind sicher auch noch alles Fragen, die man hier als Antwort nennen könnte. Aber ich denke, das soll genügen. Damit ist der Begriff mit Sicherheit ausreichend geklärt. Alles Gute, Für Marius. Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.